Wann haben Sie zuletzt Lebensmittel wegwerfen müssen, weil sie verdorben waren? Meine Frau und ich kaufen zwar immer nur kleine Mengen ein und versuchen, die Lebensmittel richtig zu lagern. Aber manchmal passiert es eben doch. Vor einigen Tagen entdeckte ich Schimmel an einer Tomate. Ein Fall für den Kompost. Naja, eine Tomate ist nicht viel, denken Sie jetzt vermutlich zu Recht. Aber die Lebensmittelverluste summieren sich. Das renommierte Thünen-Institut aus Braunschweig schreibt, dass in Deutschland jedes Jahr knapp 75 Kilogramm Lebensmittel pro Kopf in Privathaushalten weggeworfen werden. Insgesamt sind das ca. 6 Millionen Tonnen. Eine Zahl, die unvorstellbar hoch ist. Stellen Sie sich einen Güterwaggon vor. Nehmen wir an, ein Waggon fasst 50 Tonnen und ist 15 Meter lang. Dann wären 120.000 Waggons nötig, um diese Menge zu transportieren. Und sie hätten eine Länge von 1.800 Kilometern. Vielleicht fragen Sie sich nun, warum ich bisher nur auf die Privathaushalte eingegangen bin. Schließlich gibt es doch sicher noch viele weitere Gründe für die Lebensmittelverschwendung. Das stimmt. Aber der private Bereich macht gut die Hälfte aller Verluste aus. Und gerade hier können wir alle Abfälle reduzieren. Und alle verschwendeten Lebensmittel müssen zunächst erzeugt werden. Sie benötigen Wasser. Die Felder müssen vorbereitet werden. Dünger muss ausgebracht werden. Und so weiter. Dabei wird viel CO2 freigesetzt. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe gehen etwa 4% der CO2-Emissionen in Deutschland auf verschwendete Lebensmittel zurück. Was können wir nun alle dagegen tun? Mit der richtigen Lagerung können Sie viel erreichen. Vieles wissen Sie sicherlich, manches wird neu für Sie sein. Nur so viel einkaufen, wie Sie tatsächlich brauchen. Weniger ist mehr. Das gilt auch hier. Übrig gebliebene Speisen lassen sich oft noch sehr gut verwerten. In der App Zu gut für die Tonne finden Sie viele interessante Rezepte. Und war Ihnen die Portion im Restaurant zu groß, hilft Ihnen sicher die freundliche Bedienung mit etwas Verpackungsmaterial weiter. Und Sie können den Rest zu Hause noch genießen. Am besten, Sie bringen eine eigene Dose mit. Wenn Sie trockene Lebensmittel wie Kekse mitnehmen möchten, empfehle ich Ihnen die Brottüten von Zukunft einkaufen. Und von dem Geld, das Sie dann ganz nebenbei einsparen, können Sie sich viele schöne und nachhaltige Dinge kaufen. Zum Beispiel im Weltladen in Gütersloh. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe kann jede und jeder von uns 235 Euro pro Jahr sparen. Die Quellen zu meinen Angaben und viele weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zum Video.
Ja, lieber Gunnar, zur Ernährung und zum Einkaufen unseres Essens und Trinkens gehört ja noch ein weiterer entscheidender Gedanke dazu. Wie kaufe ich ein? Darum stehe ich auch hier am Mülleimer. Im Augenblick ist er noch schön leer. Es gibt noch nicht so viel Publikumsverkehr hier im Botanischen Garten. Aber ihr alle kennt überquellende Mülleimer. Wie kaufe ich ein? Das heißt, mit wie viel Verpackung? Ist nachher der Berg der nutzlosen Verpackung größer als die darin enthaltenen Lebensmittel? Auch dazu gibt es Zahlen, zum Beispiel, dass 10 bis 15-fache unseres Körpervolumens werfen wir im Schnitt pro Jahr an Plastikverpackungen in den Müll. Wenn wir so weitermachen, werden in 2050 mehr Plastikteile als Fische in den Meeren sein. Darum haben wir bei unserem Aufruf vom Ausschuss Möwe, Mission Ökumene und Weltverantwortung, in diesem Jahr den Blick auf den Müll und seine Vermeidung gelenkt. Egal, ob Sie auf den Markt gehen oder ins Fachgeschäft oder an die Theke im Supermarkt, wenn Sie ein Gefäß auf den Tresen stellen, bekommen Sie Ihr gewünschtes Produkt dort hinein. Sollte sich jemand verweigern, das zu tun, antworte ich immer, es gibt noch viele weitere Läden, wo ich einkaufen könnte. Dann bekomme ich gewöhnlich sehr schnell meinen Einkauf ohne Verpackung. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit steigt zum Glück auf allen Seiten. Wir dürfen Rohstoffe nicht weiter verschwenden und nach einmaligem Gebrauch die Umwelt damit verschandeln. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir sie bebauen und bewahren. Darum haben wir auch in diesem Jahr bei unserer Fastenaktion 10 vegetarische Abendessen im Flussbett als Preise angesetzt. Wer mit dem Coupon auf Seite 4 unseres Gemeindebriefes oder von unserer Homepage mitteilt, was er oder sie an Schritten ohne Verpackung in dieser Passionszeit gegangen ist, kommt am Ostermontag im Gottesdienst in der Apostelkirche um 9.30 Uhr in die Verlosung der vegetarischen Abendessen. Die Abgabefrist ist am Palmsonntag, dem 10. April. Gott, unser Schöpfer, gesegnet hast du deine Geschöpfe, Menschen und Tiere. Aus deiner Hand kommen sie und wir. Deine Liebe hat uns zusammengebracht. Wir haben uns von dir entfernt und darum die Mitgeschöpfe preisgegeben an Willkür, Ausbeutung und Experiment. Gott, dein Segen bringe uns wieder zusammen. Lass uns den Regenbogen erkennen, der über uns und sie gespannt ist. Mache uns wieder dankbar für dein Geschenk. Öffne uns die Augen für den Reichtum dieser Erde.
segne uns durch neues Staunen. Lass uns auf die Sprache achten, die Bruder und Schwester Tier sprechen. Lass uns achten auf die Sprache von Pflanzen, Blumen und Bäumen. Segne uns durch neue Freude über alle Geschöpfe und halte uns verbunden mit dir. Amen.